pero tampoco mucho. Ja, sie können einfach. Ich bin
Oder machst du das lieber da sitzen? Ja. Weil dann bin ich immer... Okay. I'll just do it without the microphone. Hi everybody, my name is Joel. I'm one of the organizers of Social Media Week. I'm from Desk Wanted, and Desk Wanted is a Berlin-based startup. We're obsessed with co-working. Co-working is the future of work, we think. It's a way that freelancers and independent people can work collaboratively in shared workspaces. So if you're a freelancer or if you're a startup member, you should think about using a shared workspace or even turning your own workspace into a shared workspace. And using Desk Wanted to find people to come and share the space with you. Today we've got a really great panel to present, and the moderator of the panel is going to be Simone Jansen from Ecosum. Ecosum's been a great partner of our event this year. They've organized a lot of panels and really interesting discussions around themes such as crowdfunding and how to start your own blog. They've got a really dynamic program to teach people about how to use social media and web tools effectively. So I'm sure today's panel is going to be very interesting. I just want to give a big shout out to a couple of our supporters, mostly Nokia, who've really made this event happen. Without the support of partners like Nokia, we wouldn't be able to hold these events. This event, because all, as you can see, it's all free. And so that requires funding, and thanks to our partners, who you'll see the wonderful logos of scrolling here, we're actually able to make it happen. So please use their services so that we can continue supporting great events like this. That's my little advertising spiel done for now. I'm going to get out of the way and let the presenters get on with a really great panel. So thanks very much. Hello. As
Also ich habe, wir diskutieren heute das Thema, wie Social Media das Recruiting verändert hat. Ich habe mir dazu tolle Gäste eingeladen, nämlich einmal Robin Drohle, Leiter Personalmarketing und Recruiting Süd von der Deutschen Bahn. Bitte schon mal das Mikro, so der Hallo. Dann Katharina Daniels, ist Kuratorin und Expertin für Handlungskulturen und Change-Prozesse in Unternehmen. Alex Oberberg ist Global Marketing Manager für Social Media von Nokia. Und Michaela Eswein ist Headhunterin für IT, Media und E-Commerce-Fachkräfte bei ihrer Firma Kilkasarik. Wir werden anfangen, oder wie verändert sich die Social Media das Gebiet? Soll ich jetzt gleich einfach so? Ja. Kleiner Kaltstart. Also meiner Meinung nach verändert Social Media das Recruiting grundlegend, dadurch, dass das Unternehmen sich erstmal verändert. Ein gutes Beispiel dafür ist, dass wir früher ganz klare Bilder von Unternehmen hatten, kommuniziert von der Unternehmenskommunikation. Heute haben wir eigentlich Mosaike. Ja, also wenn man sich ein Unternehmen anguckt, kann man sich ganz, ganz viele kleine Stimmen angucken im Internet, im Social Web, aus denen man sich das Unternehmen zusammenbauen kann, nämlich die ganzen Stimmen der Mitarbeiter. Das heißt, das Produkt, was ich verkaufe, hat sich verändert. War vorher ganz klares, sagen wir mal, Hochglanzbild und ist heute halt ein Mosaik. Und dadurch, glaube ich, ändert sich viel. Und auf der anderen Seite ändert sich auch nochmal viel fürs Recruiting, dadurch, dass die Recruiter transparenter werden. Ja, also ich muss viel stärker damit arbeiten, dass meine Mitarbeiter, also meine Recruiter, Aushängerschilder des Unternehmens sind. Die können gegoogelt werden, die werden gegoogelt, sie werden recherchiert und sie müssen entsprechend im Internet auftreten. Welche Handlungskulturen müssen in einem Unternehmen denn vorhanden sein, damit sich solche Veränderungen wie durch Social Media, damit das überhaupt funktioniert? Ja, also ich gucke praktisch von der anderen Seite, nämlich von der Seite, wie müssen Unternehmen eigentlich aufgestellt sein, damit sie überhaupt reif dafür sind, sich mit Social Media und dieser Form der Bewerberauswahl auseinanderzusetzen. Handlungskultur bedeutet, jedes Unternehmen hat, ähnlich wie auch ein Mensch, wie ein Individuum, hat eine bestimmte Art des Miteinanderumgehens, der Kultur, in der Menschen in diesem Unternehmen miteinander leben. Und Unternehmen, die zum Beispiel noch ganz, ganz klassisch Machtstrukturen leben, oder Unternehmen, in denen zum Beispiel sehr stark bestimmte Ordnungsprinzipien vorherrschen, werden große Schwierigkeiten haben mit dem Anarchischen, was natürlich auch die Netzkultur hat, überhaupt umgehen zu können. Also Menschen, die über ein Social Media Recruiting ins Unternehmen kommen, haben ganz andere Anforderungen an das Unternehmen, als es klassische Unternehmen bisher kennen. Die wollen mehr Transparenz. Das sind Menschen, die haben auch sehr hohe Ansprüche an ihre Freiräume, zum Beispiel im Unternehmen. Es ist sicherlich auch sehr wichtig, darüber nachzudenken, dass zum Beispiel Menschen, die in der Netzkultur groß geworden sind, dass die ganz andere Formen von Community-Bildung haben. Viele Unternehmen müssen sich ja heute schon sehr stark auch darum bemühen, überhaupt diese, sagen wir mal, jungen Bewerber ins Haus zu kriegen, die sich eigentlich lieber, wie es ja vorhin auch in der Einführung hieß, lieber in Coworking Spaces und kleinen Netzwerken verwirklichen, als nur in so ein klassisches Organigramm sich reinzubewegen. Okay, das war mein Part. Herr Oberberg, wir haben nun gehört, dass Unternehmen bereit sein müssen für Social Media. Warum sollten Unternehmen denn überhaupt in Social Media aktiv sein? Erstmal, ich bin kein Recruiter, muss ich mal so sagen. Ich bin nur ein Freestyler hier. Ich glaube, wir haben ein Keyword gehört, das war mal genannt, das ist Transparenz. Ich denke mal, Transparenz gehört halt dazu, auf der einen Seite von dem Unternehmen zum Kunden, zum Verbraucher, zum Employee oder auch anderswo. Und warum sollte man es machen? Ich denke mal, bei uns in Nokia sind wir, Social Media wird nicht mehr im Silo gesehen, in Silo gesehen, sondern ist halt Teil unserer Marketingstrategie. Und das ist auch Teil unseres ganzen Business. Und ich denke mal, wir würden etwas falsch machen, wenn wir nicht durch Social Media recruiten, aber das ist so ein großer Teil unseres ganzen Unternehmens. Wenn wir auf dem Consumer Electronics sprechen, ich glaube in Deutschland, arbeite ich in Deutschland, aber ich denke, dass 50% der Leute hat ein Smartphone. 50% der Leute benutzen ein Smartphone für Internet, für Social Media, für Networking Sites, für Messaging und so weiter. Also müssen natürlich auch diese Leute direkt ansprechen über unsere über unsere Kommunikation, ob es im Social Recruitment ist, ob es im Social Marketing ist, im Social Commerce, was auch immer wir haben. Wir haben jetzt gehört, Unternehmen sollten präsent sein, Frau Eswein. Was glauben Sie denn, wie Nutzer Social Media, die Recruiting-Aktivität
Also ich denke erstmal, dass es tatsächlich sehr ernst nehmen auch, dass es sehr wichtig ist, dass sich mein Unternehmen präsentiert. Ich bin aber der Meinung, nicht wild. Also das ist ganz schwierig, natürlich eine Nokia, eine Deutsche Bahn hat was ganz anderes erstmal zu bieten, auch vom Zeitaufwand her, als Mittelständler, vielleicht mit 200 Mitarbeitern. Ganz wichtig, dass man nicht sagt, das macht der Anzug jetzt einmal in der Woche zwei Stunden, der postet ein bisschen was, macht ein bisschen nette Bilder. Das ist schön, ja, sicher, aber ich denke, dass es nicht wirkungsvoll ist. Und auf der anderen Seite, also auch ich übrigens als Headhunterin google keine Kandidaten. Ich kontrolliere die auch nicht auf Twitter oder auf Facebook, wenn sie sich bewerben. Umgekehrt, wenn jemand über Twitter oder Facebook kommt, gucke ich natürlich schon, finde es interessant. Sehe darin aber noch eine ganz große Unverbindlichkeit. Das spüre ich auch. Also so mal, jetzt mal ganz kurz. Unverbindlichkeit in welchem Zusammenhang? Unverbindlichkeit, ganz, machen wir mal ein Beispiel. Passiert mir öfter. X schreibt @ Michaela oder Kiel Berlin, X@, ja, ist der super, super Developer oder was weiß ich, irgendwas in diesem Bereich. Du musst den nehmen, der sucht einen neuen Job. Und dann gehe ich natürlich hin und schreibe ihn an und sage, okay, bewerb dich bei mir. Und es passiert eben immer wieder, dass ich natürlich Bewerbungsunterlagen bekomme, dass ich auch ins Gespräch gehe, dass es teilweise sogar zu Bewerbungsgesprächen kommt. Aber die Leute sich dann einfach nicht anmelden. Und das ist wirklich ein Ding, was ich nur über diese Kanäle habe. Das habe ich nicht über LinkedIn, Autoaxi.de, beziehungsweise nur direkt. Ja, es ist nicht so wichtig. Es wird, glaube ich, nicht so wichtig genommen. Nicht so ernst genommen, so verbindlich. Praxis, ne? Also Erfahrung. Nicht alle, aber ich stelle es fest. Ich habe einen Kommentar, was wir gerade gehört haben, und zwar, dass in Nokia, ich kann natürlich nicht für die Deutsche Bahn sprechen, aber dass in Nokia zum Beispiel oder eine große globale Konzern etwas anders macht als ein mittelständisches oder ein kleines Unternehmen. Glaube ich nicht. Okay. An erster Stelle kommt Menschlichkeit. Und ich denke mal, dass wir, vor allem im globalen Konzern, müssen wir bestimmt noch mal ein bisschen mehr tun, um menschlich zu sein und rüberzukommen, als jetzt ein kleines Unternehmen mit 20 Angestellten. Weil von uns wird es erwartet, dass wir, oh, globale Konzerne sind die großen Bösen. Das heißt, wir müssen natürlich ein bisschen mehr machen, weil wir auch ein Image zu verlieren haben. Und ich denke, ich muss mal einfach eine Aufforderung, Jan wird mich gleich umbringen. Jeder kann ja mal einfach auf Facebook, Twitter, LinkedIn oder sonst was Nokia kontaktieren. Und ich wette, dass ihr innerhalb von 24 Stunden eine Antwort bekommt. Entweder werdet ihr zu dem richtigen Kanal geführt, entweder bekommt ihr, Jan guckt schon ganz traurig, aber das ist halt so die Geschichte. Also wir sind halt, wir müssen den Kunden so nehmen, wo er ist, wie er ist. Und ich denke mal, wir müssen genauso viel arbeiten wie ein kleines Unternehmen. Und es ist an erster Stelle halt wirklich, es ist die Menschlichkeit und wir müssen halt präsent sein und wir sind ansprechbar. Und ich denke mal, das ist das, was Social Media uns halt auch bietet. Wir sehen es nicht einfach nur als ein Statement. Jeder hat jetzt heutzutage mal irgendwie Social Media oder sonst irgendwie so ein, sag mal, Buzzword oder Powerbegriff auf seiner Visitenkarte oder auf seiner Webseite oder Comms-Geschichten. Und es geht halt darum, dass man es wirklich auch lebt. Und ich kann nicht, klar, da ist das viel Zeit, aber mir geht es ja auch, vielleicht wisst ihr auch, wie es Nokia gerade geht. Wir sind natürlich, auf einer Seite hört man, ja, wir entlassen da Leute. Okay. Ich wollte also sagen, es war die einstimmige Meinung im Panel, dass ich das Publikum einbringen kann. Also wenn ihr Fragen habt, stellt sie einfach. Ich wollte Herrn Müller einfach nochmal fragen, kurz. Ich würde das noch mal kommentieren. Okay. Ich habe noch mal ganz kurz eine allgemeine Frage. Einmal nur Handzeichen, wer hat einen Twitter-Account? Also weil das hat Einfluss darauf, wie wir sprechen. Ja? Weil wenn ich vor Personal anspreche, ohne despektierlich zu sein, muss man manche Wörter genauer erklären. Und hier jetzt nicht. Ich wollte noch mal darauf eingehen, dass wie der Auftritt eines Unternehmens ist, sicherlich gleich ist, aber ich glaube, ein KMU, kleines mittelständisches Unternehmen, muss anders, eine interne andere Strategie fahren als ein Konzern. Also wenn man die gleiche Strategie so einfach fahren könnte, dann müsste die Deutsche Bahn total viele Fans haben, weil wir haben nämlich 300.000 Mitarbeiter. So.
ein kleines KMU kriegt, glaube ich, seine Mitarbeiter viel schneller hinter sich gestellt und sozusagen, ja, wir ziehen alle an einem Strang und sind jetzt in Social Media als ein Konzern wie wir. Wir müssen viel mehr Energie darauf investieren und dass wir die Mitarbeiter mitnehmen. Da hat es, glaube ich, ein KMU einfacher und fährt deswegen auch eine ganz andere Strategie intern. Also wie setze ich meine Social Media Kanäle auf, wen bin ich da alles ein? Ich glaube, da sind die Energien, die man aufwenden muss, unterschiedlich. Können Sie das mal ein bisschen, kannst du das mal ein bisschen präzisieren, dass du da ein bisschen erzählst, wie das in der Deutschen Bahn so läuft, die Mitarbeiter da ins Boot zu holen, wie schwierig das ist, die Skeptiker auch zu überzeugen? Also ganz so detailliert kann ich da nicht sein, es sind einfach zu viele Mitarbeiter, würde ich mal ganz platt sagen. Ja, also wir haben 190.000 Mitarbeiter in Deutschland, bis man die alle mal erreicht hat, da vergeht relativ viel Zeit. Dazu muss man sagen, die Deutsche Bahn ist jetzt auch ein etwas schlechteres Beispiel, dadurch, dass es relativ hoher Altersdurchschnitt ist, dass man vielleicht nicht so mithalten kann mit einem Startup etc. mit 100, 200 Mitarbeitern, wo man einmal sagt, so, wir sehen es in Twitter und alle wissen, was damit gemeint ist. Von daher sind da schon Unterschiede. Frau Daniels, wer hat denn jetzt recht? Können das Social Media Skeptiker oder die Verfechter von diesem neuen Gesetz? Wer ist denn? Also, wie eigentlich immer würde ich sagen, es stimmt nicht das entweder oder, sondern es stimmt das sowohl als auch. Es haben eigentlich beide recht. Also man kann jetzt nicht sagen, Social Media brauchen wir jetzt unbedingt und ohne Social Media kommen wir nicht weiter. Es ist genauso falsch, Social Media zu verdammen im Rahmen der Bewerbersuche. Sondern ich denke, es kommt sehr, sehr stark darauf an, dass Unternehmen von sich aus gucken, ist das jetzt für uns zu diesem Zeitpunkt der richtige Kanal, auf den wir suchen? Sind wir eigentlich damit überhaupt authentisch? Also ein Unternehmen, was dafür zum Beispiel überhaupt noch nicht gerüstet ist, was sich mit Social Media überhaupt noch nicht auseinandergesetzt hat und für den Twitter, sage ich mal, eher eine Bedrohung als eine Chance ist, sollte auch sehr, sehr vorsichtig sein, über solche Kanäle seine Bewerber zu suchen. Vielleicht ganz kurz, also genau, Sie bzw. du hattest ja auch gesagt, Menschlichkeit. Menschlichkeit hört sich immer so toll an, Menschen sind wir alle. Die Frage ist aber, wie denken wir? Wir denken ja sehr unterschiedlich. Wir haben auch sehr unterschiedliche Vorstellungen, so wie jedes Individuum die auch hat, darüber, was für uns wichtig ist und was wir eher ablehnen. Und da gibt es sehr, sehr viel Forschung zum Thema Psychologie in Organisationen, die dicken Organisationen. Und es gibt zum Beispiel ein sehr interessantes Modell, das also verschiedene Formen des Denkens von Unternehmen untersucht hat. Und die höchste Form, die aus meiner Sicht heraus sehr wichtig ist, um überhaupt für Social Media gewappnet zu sein, ist die Form des Selbstverständnisses der Integration. Das heißt, der Integration von sehr vielen verschiedenen Handlungsmustern und Handlungswegen. Gut, ich merke schon, also Simone guckt mich schon so kritisch an. Okay, ich wollte gerne Alex erstens deine Meinung zu diesem Thema fragen, weil das auch ein Aspekt ist. Also du hast vorhin ja so schön gesagt, hier Menschlichkeit und das ist wichtig. Ich habe bei vielen, gerade bei größeren Unternehmen, oft das Gefühl, dass es so eine Phase ist, die ein bisschen aufgesetzt wird, dass da so ein bisschen Marketing betrieben wird. So, dann wurde, wir gehen jetzt mal in Facebook. Gibt es dann noch Studien, dass die User das vielleicht gar nicht so wollen, dann ständig von Unternehmen penetriert zu werden in Facebook oder in Social Media? Wie siehst du das? Wenn die Leute nicht angesprochen werden wollen über Facebook, dann werden wir die Leute nicht über Facebook ansprechen. Ich denke mal, es kommt halt darauf an, wo sind die Leute. Wenn ich jetzt sage, in Asien benutzen sie jetzt dieses Network, in Deutschland ist es vielleicht ein bisschen traditioneller und ich habe, wie ich jetzt zum Beispiel von Robin gerade sagte, ist es die bei der Bahn, viele Leute, 300.000 Leute, ein älteres Publikum wahrscheinlich. Ich denke mal, Social Media, das ist die Frage ist jetzt so, was ist Social Media? Und ich glaube, da wollen wir jetzt gar nicht mehr das reingehen, das sind so viel. Social Media ist ja auch schon, wenn ich als Deutsche Bahn Angestellter zufrieden bin mit meinem Job und meinem Nachbarn kurz sage, hey, heute Abend nimmst du die Bahn und nicht das Taxi. Also, weil ich liebe meinen Job und das ist, ich bin das Aushängeschild der Firma. Deshalb glaube ich nicht, dass es das unbedingt vom Alterssinn oder vom Alter her einen Unterschied macht, wie ich Social Media betreibe, ja, aber ob ich es betreibe, nein. Es sind einfach nur andere Wörter. Social Media ist genauso Word of Mouth. Wenn ich mit jemandem spreche, das ist Social Media. Das ist wir haben eine soziale Kommunikation, das heißt, wir tauschen uns aus und es ist einfach nur ein Medium. Klar, ich kann das Internet benutzen, ich kann ein Telefon benutzen, ich kann persönlich mit jemandem sprechen und so weiter. Ich bin total abgedriftet. Die Frage mit der Menschlichkeit, jetzt darf ich mal meine Antwort machen, genau die ich vorhin schon hatte, mit der
mit der ganzen Geschichte, wie wir gerade in den Medien auch dargestellt worden sind, dass wir natürlich, ist kein Geheimnis, dass wir vielleicht gerade auch Leute entlassen mussten leider, was natürlich auch sehr schmerzhaft ist, weil wir Freunde verlieren, viele Freunde leider. Und es heißt aber nicht, dass wir keine neuen Leute einstellen. Es ist natürlich auch eine Geschichte, wo sind wir, an welchem, wie sind wir dorthin gekommen, was für Leute haben wir. Haben diese Leute natürlich, und das können, glaube ich, das Panel bestimmt noch besser beantworten als ich, was sind die Kriterien, die wir brauchen, um die Marke wieder auch in Schwung zu bringen, wenn wir in Social Media arbeiten wollen, wenn wir in Digital arbeiten wollen, wenn das unsere Kunden brauchen, wenn dort unsere Kunden sind, müssen wir natürlich auch schauen, ob wir die richtigen Kompetenzen im Haus haben. Und das ist natürlich so, gut, jetzt haben wir vielleicht, ich Glück gehabt bei dieser Runde, weil ich jetzt eine Stelle habe im Social Media, was natürlich gerade sehr stark im Kommen ist, und andere Leute halt vielleicht, die ein bisschen im traditionellen Sinne waren, mussten dann leider Gottes andere Wege gehen. Also ich denke, es kommt halt, ja, genau, das ist ein Band. Du hast jetzt ja eben schon übergeleitet, ich würde gerne mal so ein bisschen zur Praxis gehen. Was sollen eigentlich, ihr stellt auch Leute ein, worauf müssen denn Leute achten, die sich bewerben sollen über Social Media? Was würdest du den Leuten empfehlen? Du hast ja eben gesagt, du kontrollierst die Bewerber nicht. Also es gibt ja auch Studien, die sagen, Bewerber werden gegoogelt, dann sagen viele Personaler, ach nee, wir haben gar keine Zeit dazu. Keine Zeit, ich habe keine Lust dazu. Mir ist das auch völlig runter, ob einer Partybild gepostet hat. Ganz am Schluss von zu einem meiner Unternehmen, für das ich arbeite, soll eine super Arbeit abliefern, soll ebenfalls Spaß da haben, soll mich dann wiederum auch weiterempfehlen, weil er ein tolles Unternehmen gefunden hat, wo er Spaß hat. Vielleicht ist der Spaß auf die Menschlichkeit. Ja, oder das ist es, ja. Aber glaubst du, dass alle Unternehmen schon so weit sind, dass sie darauf nicht achten? Wenn du so an konservative Unternehmen, Unternehmensberatung denkst, ich weiß nicht, ich arbeite jetzt nicht mit wirklich konservativen Unternehmen zusammen, das kann sein, die würden aber dann auch jetzt nicht so zu mir passen, ich nicht zu ihnen. Ich würde sagen, dann verschenkt man sich ganz viel Potenzial. Und das sollen sie tun, weil dann gehen die Kandidaten einfach. Aber was ich tatsächlich nochmal sagen muss, hat sich schon mal jemand über Twitter oder Facebook oder so beworben? Empfohlen worden? Bist du empfohlen worden oder hast du dich direkt beworben? Ich habe es gefunden über Facebook. Okay, aber das Unternehmen direkt? Naja, eine Anzeige. Eine Anzeige, okay. Also was ich extrem wichtig finde, viele werden ja empfohlen, wie ich schon im ersten Step gesagt habe, wenn euch jemand empfiehlt, ist das ja auch... immer wieder bei Menschlichkeit, bei Herzlichkeit, bei Zugewandtsein auch. Das heißt, jemand findet euch toll, empfiehlt euch und dann benehmt euch auch dementsprechend. Also damit meine ich alle Kandidaten, sagt einfach demjenigen, der euch empfohlen hat, auch mal Danke. Ja, und wenn ihr euch dann beim Headhunter, beim Unternehmen, beim Recruiter, wie auch immer, im Bewerbungsprozess seid, steigt nicht einfach aus und meldet euch nicht mehr. Das ist in dem Fall nicht sozial, unsocial. Das hat was mit Umgangsformen zu tun. Und die müssen auch beim schnellen Twitter, die müssen auch bei Facebook eingehalten werden. Das ist meine Meinung. Kann ich mal ganz kurz einhaken? Ja, ich mal eine Aussage. Nur ein bisschen kritische Fragen. Ja. Und zwar, ob es Ihnen wirklich nichts, ob es Ihnen wirklich egal ist, wie jemand in seinem Privatleben sich darstellt. Wenn ja, mir ist es wirklich egal und ich kontrolliere es auch nicht, weil überspitzt gesagt kann es ja auch sein, dass jemand ein ganz toller Developer ist, aber ein Nazi-Anhänger ist oder was weiß ich. Überspitzt zum Beispiel. Ich weiß, was du meinst. Okay, AGG sagen, selbst eine politische Zugehörigkeit, ja, ist kein Grund, jemanden einzustellen. Ich weiß aber, was du meinst, ja. Würde ich weiß nicht, ob ich es so einfach mitbekommen würde, weil ich es tatsächlich nicht kontrolliere. Denn unser Unternehmen wäre es schon wichtig, ja, zu wissen irgendwo, wie sich jemand auch in seinem Privatleben gibt. Gut, was heißt, also Privatleben? Glaubst du, gehen wir mal von dieser Nazi-Dinger-Geschichte aus, dass dieser Super-Developer seine Nazi-Parolen, seine über Twitter permanent. Also dann, wenn es so auffällig wäre, würde ich natürlich drauf achten. Es gibt ja Beispiele bei Facebook, dass das Leute gemacht haben. Es gab diese Seite augenbuch.org, wo man das, wenn man bestimmte Begriffe eingegeben hat, dann hat man die Leute auch gefunden. Aber die Frage wäre wohl, ob es auch anderen Unternehmen
gibt es ganz bestimmt. Also bin ich von überzeugt. Alex wollte was sagen, dann darf er da hinten eine Meinung und hier vorne sagen. Ja, also ich glaube, dieses Nazi-Ding ist jetzt wirklich sehr extrem, aber das heißt, es sind Fälle wahrscheinlich, die passieren können. Ja. Bei uns intern, wir haben halt einen Code of Conduct natürlich auch. Das heißt mit anderen Worten, ich will jetzt gar nicht so viel über Menschlichkeit reden, aber wir haben natürlich eine gewisse Rotation, die wir halt behalten müssen. Und wir haben auch intern natürlich Richtlinien, also das ist irgendwelche Parolen schmettern oder ob das jetzt zum Beispiel, ob mich jetzt gleich die Simone zum tollen Essen einlädt und so weiter. Das sind halt Geschichten, die alles geklärt werden, auch müssen intern. Und da kann es dann auch Folgen haben. Dann natürlich ist dann, wie man schon sagt, das Kind schon im Brunnen gefallen, wenn man erstmal diesen kleinen Nazi eingestellt hat. Aber im Endeffekt gibt es halt immer noch Mittel, dass man dann halt natürlich wieder diesen Leuten dann halt den Ausgang zeigen muss. Und ich denke mal, mit dem Kontrollieren, ganz ehrlich, klar machen das wir. Full stop. Machen wir das als Nokia? Jetzt würdet ihr überrascht sein, wenn ich sage, nee, machen wir nicht. Machen wir aber nicht. Wir machen es, kontrollieren ist ein ganz hartes Wort, sollte man eigentlich gar nicht in den Mund nehmen, wenn man über Social Media spricht, man hat keine Kontrolle. Wir haben in LinkedIn, also wir benutzen LinkedIn oder ein Xing oder wie sonst welche Network benutzen wir. Ja, da schauen wir drauf. Twitter ist für uns auch ein Business-Netzwerk, also wir schauen da auch drauf. Wir schauen nicht Facebook ist persönlich. Facebook ist für uns persönlich. Wir können meine Bilder nicht sehen, aber ich bin am Partying und jeder macht das. Und die Geschichte ist halt, was wir gerade von Michaela gehört haben, interessiert uns das? Nee, es interessiert uns nicht wirklich. Aber wenn jemand zum Beispiel, der tolle Developer, uns jetzt sagt, okay, hey, das ist mein Lebenslauf und hat seine Facebook-Adresse drauf und sagt, hey, guck mal an, was ich schon für tolle Facebook-Apps entwickelt habe, natürlich schauen wir es danach. Aber sonst ist bei uns ein Business-Netzwerk oder ein Twitter, das sind bei uns die Geschichten, die wir nachschauen. Und ein Tipp, den ich geben darf, ihr wisst es alle selber, aber jeder kann seine Einstellung irgendwo auch ändern. Und das sollte man natürlich dann auch machen. Jeder muss schauen, wie man das auf Twitter spielt. Nee, aber Robin wollte jetzt noch was sagen und dann du und dann da. Ich lege jetzt einmal die Reihenfolge fest, dann wirst du chaotisch. Das ist okay. Also ich dachte, wir fragen jetzt mal ein total konservatives Unternehmen. Genau, das war eine gute Idee. Und wir haben die gleiche Policy wie Nokia auch. Wir gucken uns keine, wir nennen das freizeitorientierten Netzwerke an, sondern, ja, aber dann weiß ja jeder, was gemeint wird. Also und das Wichtige ist aber, dass wir letzten Endes glaube ich nicht, dass wir nicht googeln. Ja? Also zum Beispiel, wir haben ein Bewerbungsgespräch, Führungskraft ist dabei, also derjenige, der den einstellen wird und so weiter. Und dann in der Abteilung wird plötzlich bekannt, Max Mustermann kommt. Was glaubt ihr, wer dann anfängt zu googeln? Die ganzen Mitarbeiter natürlich, die neuen Kollegen, und dann wird gleich mal geguckt, wer da kommt und so weiter. Also das glaube ich passiert schon bei uns, aber für die Recruiter gilt ganz klar, welche Netzwerke nicht gehen und welche gehen. Frage da hinten möglichst laut bitte, oder? Ja, also Robin hat mir sozusagen das genommen. Ich glaube, als letzte Instanz hat man immer noch seine Kollegen, die dann mal kurz checken. Aber ich glaube, Gott sei Dank gibt es zu jedem Ding eine Studie, und ich glaube, das hat Beck mal gemacht. Der hat herausgefunden, dass die relevante Information, also sprich Nazi-Vergangenheit und so weiter, die wirklich Relevanz haben im Einstellungsprozess, in 2,5% betragen. Das heißt, also der Personaler müsste 100 Leute checken, also muss man sich mal überlegen, jeden Kanal zu prüfen, bei 100 Leuten, um bei 2 was zu finden, das kann ja gar nicht schaffen. Deswegen braucht man die Mitarbeiter, die sowieso so neugierig sind und dann im Zweifel dann ankommen und sagen, alle. Ja, du nimm vielleicht doch mal das Mikro, ich glaube, das ist besser. Ich glaube, die Diskussion ist auch so ein bisschen hochstilisiert. Das, was wir jetzt hier besprechen, ist im normalen Leben ja parallel auch so. Und wenn ich etwas nicht möchte, dass es in Facebook steht, dann stelle ich es einfach nicht rein. Und dann, glaube ich, auch ist die Diskussion, ob man dann jemanden auf Facebook prüft, auf LinkedIn oder Xing, glaube ich, spielt keine Rolle. Wenn ich was reinstelle, dann ist das einfach da drin. Und auf der anderen Seite hört man auch immer wieder, das, was jetzt hier besprochen wird, glaube ich, ist auch nicht so die Praxis häufig von Recruitern. Die gucken rein, und ich glaube, dieses Trinkbild, was man irgendwo hat oder wo man in der Studentenzeit eine Rolle spielt, das haben die alles auch hinter sich. Die sind alle Kursstudenten gewesen, haben alle gefochten, haben sich Bier reingehauen. Und ich glaube, diese Situation,
die dort immer so als das Problem bei der Einstellung beschrieben wird, die sehen die gar nicht so stark heutzutage, weil das einfach ein Teil eines normalen Aufwachsens und des Lebens ist. Und die sind alle in der gleichen Situation gewesen. Und ich glaube, es ist umgekehrt schwierig, wenn ich über jemanden kein Facebook-Profil in der heutigen Zeit finde, wenn ich kein LinkedIn finde, wenn ich nicht mal ein komisches Bild finde, dann muss man sich Sorgen machen, warum ich das nicht finde und warum der abnormal ist von der normalen Gesellschaft. Die ich da nee, es ist so. Wenn du überhaupt nichts über jemanden findest, dann hat er was zu verbergen. Das ist ein schlaues Zitat von William Aruda: If you don't show up in Google, you don't exist. Ja. Wem soll ich es weitergeben? Da hinten mal eine Meldung. Wir wollen denn bei euch zu? Ja. Können wir darauf nochmal antworten? Weil ich glaube, okay. Also, ich finde es ein bisschen sehr krass. Also, ich weiß, was du meinst. Und von mir kannst du auch meine Konten anschauen. Wir sehen, was ich will, was du sehen sollst. Ja, wenn das so Sinn macht. Aber ich denke mal, das ist auch wieder ein bisschen harsch, weil es gibt verschiedene Menschen. Und es gibt Menschen, die sind halt ein bisschen mehr extrovert. Und ich denke mal, wenn man. Wenn ich dann halt jemanden, zum Beispiel, ich will es jetzt nicht verklassifizieren, aber jemand vielleicht, der ein bisschen sehr technisch begabt ist und Developer zum Beispiel ist, ein Entwickler oder Hardcore-Engineer, vielleicht sind die Leute lieber zufrieden, wenn sie nicht irgendwie ein Facebook oder ein LinkedIn oder ein Sing-Profil haben, sondern gehen lieber den klassischen Weg. Das heißt, ich glaube nicht, dass du sagen oder verallgemeinern kannst, wenn diese Person nicht in Google, oder ich weiß jetzt, was ich dein Statement, oder wenn die Person halt nicht irgendwie auffindbar ist, Person aber schon was falsch gemacht. Also ich glaube, das ist ein bisschen zu stark, aber... Kommt schon auf die Position drauf an, ich kann das schon nicht teilen. Ja klar, kommt, das habe ich ja auch gerade gesagt, wenn zum Beispiel, brauche ich jetzt zum Beispiel jemanden, brauche ich einen Entwickler, der jetzt, das ist jetzt ganz krass, was ich sage, und codet mich nicht, im schwarzen Kämmerchen sitzt und die ganze Zeit 12 Stunden vor dem Rechner und programmiert und codet, die Person brauche ich, glaube ich, auch, wenn sie nicht auf Facebook sein will, ist das okay. Muss ich auf Facebook sein? Ja klar, sollte ich ein Profil haben, wenn ich als Global Marketing Manager für Social Media arbeite. Aber ich denke mal, das sollte man sonst nicht so verallgemeinern. Okay, nochmal Robin, dann bin ich. Noch ganz kurz, also ich glaube, das können wir gar nicht so entscheiden, weil, also wenn ihr mal überlegt, ihr gebt eine Straße in Google Maps ein und Google Maps findet die nicht. Was überlegt ihr dann? Dann überlegt ihr, also ich überlege als erstes, scheiße, ich habe die Straße falsch geschrieben oder was habe ich falsch gemacht, ja? Also ich überlege nicht, dass Google vielleicht diese Straße einfach nicht gelistet hat oder sowas. Und ich glaube schon, dass die Entwicklung dahin gehen kann, muss nicht sein, aber dass wenn tatsächlich die Kollegen dann anfangen, den Typen zu googeln, also den neuen Mitarbeiter, und finden nichts, dann wird die erste Überlegung sein, habe ich vielleicht falsch geschrieben, kann ja gar nicht sein, dass der nicht auf Google ist, also nicht findbar ist. Ich glaube, Google weiß nicht alles. Und das Witzige ist auch wiederum, Simone hatte mich angeschrieben und hat gesagt, ich habe dein Video auf YouTube gesehen. Ich wusste gar nicht, welches Video das war. Ich habe Social Media Week in Hongkong gemacht im Februar und wurde interviewt. Das habe ich mir gerade mal angeschaut, was da zusammengeschnitten worden ist. Wurde damals nicht mit mir geteilt. Und es war vielleicht nicht, also klar, ich habe jetzt nicht so viel Sachen da Schlimmes erzählt, aber ich denke mal, man muss halt auch ein bisschen schauen, was gepostet wird. Man hat nicht immer als eigener Mensch auch die Kontrolle darüber, was irgendwelche anderen Leute on behalf of you machen. Willst du mal vorkommen und das Mikro nehmen? Du reicht es mal durch, das Mikro. Ich wollte eigentlich nur kurz anmerken zu dem mit den gerade Profilen auf den Profilen, also sozialen Netzwerken, jetzt nicht, was jemand anderer vielleicht über einen postet, sondern ich denke, das hängt vielleicht auch ein bisschen von der Intelligenz, ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben gesagt, aber auch von dem einfach den gesunden Menschenverstand des Bewerbers ab, ob man dann eben alle Informationen teilt. Also ich meine, da finde ich dann auch in dem Fall, ist es als Recruiter nicht verboten, einfach die Personen zu googeln, gerade wenn es um Positionen natürlich geht, die sich im Netz bewegen, sage ich jetzt mal. Der normale Menschenverstand und die Intelligenz des Bewerbers sollte dann. Und wenn du mir gleich sagen kannst, wie du bei Facebook alle Bilder unsichtbar machen hast, dann kannst du mehr als ich. Ich sage ja nicht, man muss ja nicht alle Bilder unsichtbar machen. Wie gesagt, wir haben gesagt, es ist auch ein Zeichen von Menschlichkeit, dass man da vielleicht ein Bild aus dem Urlaub drin hat. Das ist jetzt nichts Verbotenes, denke ich. Aber gerade wenn man jetzt Sachen hat, die vielleicht nicht für die Öffentlichkeit oder gerade dann für den Job hilfreich sein können, sollte man dann doch voraussetzen können, dass die Leute das dann auch unsichtbar machen, sage ich mal. Also da gibt es eigentlich auf allen sozialen Netzwerken Methoden, dass man das dann nicht zeigt, denke ich. Okay, wer war die Nächste? Okay, kannst du das Mikro hier? Ich habe nicht noch ein zweites Mikro. Ich würde gerne, da wir jetzt ein konservatives Unternehmen nachhaben, was sind denn die Argumente, die man benutzen kann, im Prinzip, um seine Kollegen davon überzeugen, dass Social Media sinnvoll ist? Also gerade wenn wir jetzt sagen, das Privatleben interessiert uns eigentlich nicht, so, warum benutzen wir denn überhaupt Social Media?
ist die Frage klar. Also wenn wir jetzt sagen, wir möchten eigentlich nicht werden. Also ich wollte den Bahn jetzt nicht komplett als konservativ. Ja, ich weiß. Ich war laut, als du gesagt hast, was war der Begriff? Wir waren das ja nicht mit. Okay, okay. Also die Frage ist sozusagen, wie überzeuge ich jemanden davon? Ich glaube, das ist sehr schwer, wenn man das nicht selbst erlebt hat, sozusagen. Also wenn man es nicht selbst nutzt, dann erkennt man die Vorteile sozialer Medien vielleicht nicht auf den ersten Blick. Die andere Frage ist aber unabhängig davon eigentlich. Also ich mache auch Werbung in, keine Ahnung, Zeitschriften, obwohl mich die Inhalte vielleicht nicht so ansprechen, aber ich glaube, dass die Zielgruppe die Inhalte anspricht. Ja, also warum sollte ich nicht in Social Media Werbung für den Arbeitgeber Bahn machen? Das kann ich auch machen, selbst wenn ich für mich jetzt persönlich sage, das ist jetzt nicht das Richtige für mich, aber wenn ich weiß, die Zielgruppe tummelt sich da, bringe ich da vielleicht den Arbeitgeber Bahn auch rein. Ja. Und inwiefern erhöht sich dadurch die Erfolgsquote? Also ist es dann tatsächlich, oder wie entscheidet man, in welche Kanäle man dann eventuell verwendet? Woher weiß man denn, wo die Zielgruppe ist, die man eigentlich haben möchte? Super schön, Statistikreport. Nein, also dafür gibt es Agenturen, da macht man Marktforschung für, da weiß man, wo die Zielgruppen sich bewegen. Facebook selbst gibt es ja auch an, dass man seine Fanbase dann analysieren kann. Also ich kann ja schon feststellen sozusagen, wo tummeln sich die Zielgruppen. Da gibt es auch teilweise widersprüchliche Statistiken. Es gab mal diesen Artikel, ich weiß gar nicht mehr, wo der war, Spiegel Online oder so, da wurde dann gesagt, ja, also Studenten wollen aber gar nicht auf Jobs angesprochen werden auf Facebook. Also da gibt es ja immer wieder unterschiedliche. Da muss man sich einfach entscheiden. Und das war früher in Anführungsstrichen auch so. Ich musste mich ja entscheiden, gehe ich jetzt auf Messe XYZ oder schalte ich eine Anzeige in der Süddeutschen Zeitung und so weiter. Ich musste vorher eruieren, wo tummelt sich die Zielgruppe, die ich ansprechen muss oder möchte, und gehe dann dahin. Also ich sehe Social Media jetzt nicht als Entweder-Oder-Alternative, sondern das ist ein zusätzlicher Kanal. Und dort gibt es einfach bestimmte Zielgruppen, die kann ich auch ansprechen. Und dann teile ich mein Budget auf und mache dort auch Werbung. Jetzt in den letzten Jahren hat sich so ein bisschen, sagen wir mal so, der Gruppenzwang und Gruppendruck breit gemacht. Ja? Also keine Ahnung, die DAX 30 müssen alle. Und dann irgendwann kommt man als Konzern auch so ein bisschen in Handlungszwang. Ja, da vermischt sich so ein bisschen, wir müssen jetzt mal was fürs Image tun, ohne mal genau drauf zu gucken, ob die Zielgruppe wirklich da ist. Aber letzten Endes kann man das immer schön analysieren. Ich glaube, wenn man als Marke nicht weiß, wo die Zielgruppe ist, hat man was falsch gemacht. Ja, was du vorhin gesagt hast mit dem Nachbarn, fand ich ganz gut, dass ihr gleich, ich überlege, wo die Zielgruppe ist, ob ich die FAZ nehme oder ob ich eine Business-Frage nehme. Da spielt es keine Rolle, ob ich Social Media jetzt besonders auswerte. Da habe ich halt auch meine verschiedenen Trichter, die ich nutzen kann. Und da ist halt nicht immer Facebook, Twitter und so, sondern es ist halt auch ein FAZ-Jobboard, wo halt im Zweifel meine Leute sind, die ich anspreche. Oder eine Transportseite, wo es so einen öffentlichen Nahverkehr gibt. Oder manchmal Scheibe Online. Das ist die einzige Seite. Ich hätte eigentlich nochmal eine Frage ins Publikum. Also mich würde sehr interessieren, hier sind ja sehr viele junge Leute da, die sicherlich auch sich über solche Medien für Unternehmen interessieren. Die Frage ist, was mich mal was ich mal ganz interessant finde, wie werden eigentlich von Ihnen Unternehmen wahrgenommen, wie authentisch werden die eigentlich wahrgenommen, wenn die sich dann in den sozialen Medien darstellen? Wird das eher empfunden, als es stimmt, das passt zu denen, oder wird das eher so empfunden, oh Gott, also müssen die jetzt auch noch hier irgendwie anfangen, sage ich mal, Eigenwerbung zu betreiben? Würde mich wirklich mal so als Frage ins Publikum interessieren. Kann man das so pauschal beantworten? Hast du vielleicht ein Unternehmen, wo du sagst, das ist total schlecht, das passt überhaupt nicht, oder eins, wo du sagst, das ist super? Das ist ja total peinlich. Ich könnte ja zum Beispiel sagen, das ist wirklich, wirklich interessant. Kein Beispiel, aber das ist eine Frage, wie man dann tatsächlich mit dem Auftritt umgeht und wie man dann mit Zielgruppe anspricht. Ich kann ja meine Zielgruppe quasi inhaltlich gleich ansprechen, ob das auf Twitter ist oder irgendein Werbebanner oder Face-to-Face sozusagen. Also, konkretes Beispiel fällt mir nicht ein, aber ich glaube, das ist eine Frage, individuelle Frage. War das ein konkretes Beispiel? Ja, das haben wir auch in dem Talk neulich, ja. Wo die Deutsche Bank als gutes Beispiel genannt wurde und ich dann sage, das finde ich nicht, wenn man nur einen Twitter-Account hat.
Wir machen um 18.30 Uhr jetzt Schluss bis morgen. Da bin ich so das Spiel nicht richtig verstanden. Ich glaube, es ist sehr, sehr individuell. Man kann, glaube ich, nicht sagen, die machen es gut oder die machen es schlecht. Und man muss bestimmte Sachen machen. Jedes Unternehmen ist anders. Die Botschaft, dass das Unternehmen hat, ist anders. Und wie sagt man, wie stellt man sich in der Welt dar als Einzelunternehmer? Der eine ist Handwerker, der andere ist irgendwie Unternehmensberater. Und das ist dann sehr individuell. War der Kommentar jetzt, dass man als Firma, als Deutsche Bahn oder als Nokia nicht sagen sollte, dass wir nur bis 18.30 Uhr arbeiten? Muss man. Aus dem Grunde, weil dein Gesprächspartner erwartet von dir eine Nachricht. Und wir müssen auch mal irgendwann schlafen oder Party machen und Bilder machen, die wir auf Facebook stellen wollen. Und das machen wir dann nach 18.30 Uhr, was auch immer die Zeit ist. Und in dem Falle müssen wir auch klar sagen, hey, wir sind bemannt von 8 Uhr bis 18.30 Uhr. Und die andere, dann kriegst du deine Antwort, kriegst du morgen früh, weil wir sind ja auch irgendwie rechenschaftsschuldig. Ansonsten, jetzt kommen wir wieder zu dem Thema, das wäre jetzt vielleicht der, was war das der Begriff vorhin, Normalverstand ist, dass ich sofort eine Antwort zurückbekomme, weil viele Leute tweeten ja gleich wieder zurück. Man kann es halt aber nicht. Was wird denn erwartet? Das ist natürlich auch die andere Frage. Wird erwartet, dass so ein Twitter-Account, Facebook-Timeline irgendwie 24 Stunden aber wenn ich bei jemandem anrufe zu Geschäftszeiten, was erwarte ich dann? Dass jemand ans Telefon geht. Ja, aber wenn ich eine E-Mail schreibe, dann erwarte ich innerhalb von 48 Stunden eine Antwort, das was du ja schon sagtest. Wenn ich Twitter nutze und auf bestimmten Kanälen der Deutschen Bahn im 5-Minuten-Rhythmus die S-Bahn-Verspätung in Berlin bekomme und das ist plötzlich bricht das ab, dann finde ich so, da ist die Ausgewogenheit nicht mehr da. Und es gibt sicher, du hast recht mit dem, was du sagst, man kann nicht immer die Erwartungshaltung so an also hochhalten, aber wenn bestimmte Kanäle in einer bestimmten Form betrieben wird und die brechen dann ab, dann finde ich das immer so ein bisschen unausgewogen. Da ist eine Erwartungshaltung, die ich aufbaue, der ich im Zweifel nicht gerecht werde. Und das ist dann aber auch sehr individuell. Ich erwarte nicht von jedem Unternehmen, dass sie mir in 5 Minuten bei Twitter antworten. Aber die S-Bahn macht, wenn du sagst, die Kontrolleure waren unfreundlich, dann kriegst du 10 Minuten später eine Antwort. Wann war das, zu welchem Zeitpunkt, welche Linie war das? Finde ich super. Und wenn man dann das dann irgendwie abbricht, ist schade. Und es gab ja in der Tat eine jeder ich habe letzte Woche darüber diskutiert, da habe ich meine Rekruter vorgestellt auf einer Veranstaltung in Hamburg, wie wir die schulen und ausbilden. Und die Frage ist, muss ein Rekruter 24 Stunden, 7 Tage die Woche erreichbar sein, nur weil er sich im Social Web bewegt und natürlich auch in Anführungsstrichen für viele Dinge seine privaten Accounts benutzt. Also er ist auf Xing natürlich mit seinem Klarnamen vorhanden und er ist rund um die Uhr ansprechbar, muss er dann immer darauf reagieren und so weiter. Und das sind ganz schwierige Themen, die gerade in größeren Unternehmen, wo dann auch Betriebsräte zum Beispiel eine Rolle spielen, immer komplexer werden. Auf der anderen Seite ist dann auch der Bewerber, und da muss man sich auch ganz klar fragen, was für einen Eindruck mache ich auf den Bewerber? Das kann sehr unterschiedlich sein natürlich, mache ich den Eindruck, wir haben geregelte Arbeitszeiten, das freut manche aufgrund der Work-Life-Balance, oder da ist tatsächlich ein Personaler. Also die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, dass Leute, die im Internet unterwegs sind, sehr klar unterscheiden können, ob wir eine Karriere-Page sind und von Personalern betreut werden oder ob es ein Kundendialog ist, der wirklich durch ein Callcenter etc. rund um die Uhr betreut ist. Und der Bewerber sieht dann, ist der Personaler da rund um die Uhr? Was für Arbeitszeiten hat der? Also das muss man sich dann auch mal ein bisschen vor Augen führen und fragen. Klar ist dann so ein kleiner Kanalbruch. Ich würde auch denken, Mensch, Twitter ist ja eigentlich auch sowas rund um die Uhr, gerade wenn man dann auch mal, weiß nicht, sozusagen global aktiv ist, stärker. Ja, dann sind andere Zeitzonen, die twittern sowieso zu anderen Zeiten und so weiter. Also ganz schwierige Sache. Wir haben es jetzt so gelöst. Machen vielleicht andere anders, aber ich wüsste jetzt erstmal keinen. Wir haben ein dezentrales System. Also ich bin im Global Team und wir haben natürlich dann auch Nokia Deutschland, wir haben Nokia England und natürlich, weil es Nokia England mehr was in England abgeht, was in Deutschland abgeht, und die haben natürlich auch noch Zeiten. Und so haben wir es dann gelöst bei uns. Und dann können wir natürlich auch wieder die Kulturen und Einstellungen der Wartung reflektieren. Ja, so. Eine Frage, und zwar Yeah.
Papier umweltfreundlich. Machst du auf der einen Seite und auf der anderen Seite sozusagen sehr individuelle Bedürfnisse? Wie kriegt man denn sowas hin? Im Moment ist das ja sozusagen einen kleinen, überschaubaren Rahmen. Aber was wäre denn, wenn Social Media der Recruiting-Kanal wird, schlechthin? Weil im Moment geht ja viel für Plattformen, EDS und so. Was wäre denn, wenn... Wäre ins Blaue hineingeraten, aber ich würde dann einen anderen Kanal vielleicht abstellen, wenn Social Media auf einmal so erfolgreich werden würde im Recruiting. Also im Moment geht bei uns, erlaubt, also es gibt ja Unternehmen, die sagen, wir nehmen kein Paper mehr an, wir nehmen noch Paper an. Wenn Social Media plötzlich in die Höhe schießen würde, könnte ich ja sagen, dann kann ich es mir sogar erlauben, vielleicht kein Paper anzunehmen. Also die Frage ist ja erstmal, sind das Bewerbungen on top? Kommen die zusätzlich zu dem Bewerbungseingang, den man eh schon hat? Oder sinkt ein anderer Kanal dadurch? Ja? Wenn ein anderer Kanal dadurch sinkt, kann ich die Kapazitäten dort abziehen. Das ist ja dann einfach sozusagen Verteilung der Bearbeitung der Dinge. Und wenn die on top kämen, könnte ich mir erstmal überlegen, ob ich einen Kanal, der mir super viel Arbeit bereitet, nämlich Paper, ob ich den nicht runterfahre. Also da in einem Konzern gibt es da schon Möglichkeiten, da glaube ich, darauf zu reagieren. Ich glaube, was schwieriger ist nicht, wenn sich jemand plötzlich anfängt, über Social Media zu bewerben, da freuen wir uns drüber. Problematischer wird, wenn die ganze Welt anfängt, über Social Media erstmal Sachen zu fragen und zu diskutieren. Ich glaube, dann wird es, wenn die sich alle direkt bewerben, ist total toll. Ich habe jetzt nochmal direkt eine Frage hier an den Alex und an den Robin. Und zwar würde mich mal interessieren, also man liest ja jetzt ständig immer, Unternehmen seien eigentlich mittlerweile schon auf der Schiene, dass sie das ehrlich gesagt als unprofessionell empfinden, wenn jemand sich nicht über elektronische Kanäle und bewerbt. Also, wie sieht denn das bei der Deutschen Bahn aus und wie sieht das bei Nokia aus? Wird so jemand dann, sage ich mal, als hoffnungslos hinterm Berg gesehen, der zum Beispiel noch ganz, ganz traditionelle Kanäle für die Bewerbung wählt? Wie sieht das aus, würde mich mal interessieren. Ja, vielleicht mal einfach rein, nicht jeder. Ich habe Meister gefragt, aber es kommt auf die Position an. Wenn, denke ich mal, bei der Deutschen Bahn sich ein Eisenbahner bewirbt, dann darf der das sicher auch in Perlerform machen, wenn sich ein neuer Social Media Manager bewirbt, dann sollte er das sicher tunlichst überwachen. Okay. Ja, wir hatten die Frage, glaube ich, am Anfang schon. Wir haben gesagt, was ich meinte, war, wir müssen halt schauen, wo die Leute herkommen für welchen Job und so weiter. Und dann, also, wir sind von einem Brief bekommen, von einer E-Mail bekommen, von einem Tweet bekommen, was auch immer wir bekommen. Es geht ja nicht darum, ich hoffe, dass unser Recruiter nicht anders sagen, aber ich glaube, ganz ehrlich gesagt, es geht ja darum, dass ich das Talent haben möchte. Ob das Talent jetzt irgendwie mich anhaut in der Kneipe, ob das Talent mir eine E-Mail schreibt oder ob das Talent mir einen tollen Papierbrief schreibt, das ist mir doch im Endeffekt egal, solange ich das Talent im Unternehmen habe. Also mich fragt keiner mehr, wie ich reingekommen bin und interessiert auch kein Eigentum mehr. Also ich glaube, das würde ich ganz stark zwischen den Funktionen differenzieren, zumal man hat ja auch auf einige Funktionen erhöhten Bewerbungseingang. Ja, und wenn das ein Social Media Manager ist und ich habe einen Bewerbungseingang online schon, weiß ich nicht, von 50 Bewerbungen, kriege nochmal 15 per Paper on top, dann gucke ich mir doch nicht die Paper als erstes an. Die gehen dann erstmal zur Seite und dann gucke ich mir die Online-Bewerbungen an. Vielleicht hat der Herr mit der Paper-Bewerbung einen ganz geilen QR-Code auf sein Letterchen und den scanne ich mir dann ein und dann verbinde ich wieder ein anderes Medium. Gefälle gibt's. Das ist sogar etwas, das war neulich auf Wollmilch, so, wer den Blogartikel zufällig gelesen hat, und zwar mit Augmented Reality-Bewerbungen, wo Bewerber dann ihr Foto einschicken, der Mund fehlt und da kann der Rekruter sein Smartphone drauflegen und dann kann man den Mund reden sehen. Das ist natürlich richtig, aber also ich würde jetzt vorsichtig formulieren, dass wir die vielleicht jetzt gerade nicht sehen würden. Also es stimmt natürlich, aber irgendwann muss man halt mal ein Auswahlkriterium festlegen, wenn es zu viele Bewerbungen sind. Genau, das, die Person, die du jetzt gerade nennst, ist ganz oft gesehen worden, allein auf YouTube. Und was meinst du, wie viele Leute, wie viele Recruiter, dass sie jetzt angesprochen hat, weil guck dir mal dieses Bild, den kreativen Menschen an. Ich spreche sowas mehr an, als jetzt, wenn du eine Bewerbung hast. Also ich finde es lustig, aber wenn ich einen Logführer einstelle, braucht er das nicht unbedingt. Also da reicht tatsächlich zum Beispiel eine normale Papierbewerbung. Also
Also es ist ganz unterschiedlich. Also man muss es wirklich, glaube ich, an der Funktion festmachen. Ja. Werfen sich denn auch so Leute wie Lokführer, also mit einem nicht akademischen Hintergrund, auf so eine Art, dass so kreativer oder ähnlich wahrscheinlich? Oder? Kann ich so genau ehrlich gesagt nicht sagen, weil die meisten Lokführer, also jetzt ich verallgemeine ein bisschen, aber in der Regel sind Lokführer Leute, die wir schon ausgebildet haben. Ja, also der kann natürlich von einer anderen Bahn zu uns rüberkommen, die Fälle gibt es auch, dass sich tatsächlich Lokführer bewerben, aber so viele Bewerbungen habe ich da noch nicht gesehen. In der Regel sind die schon Paper, ganz normal. Ich hätte jetzt eigentlich Alex mal eine Frage. Du bist Deutscher, arbeitest in einem finnischen Unternehmen in London. Kannst du da Kulturunterschiede festmachen in Social Media zwischen England, Deutschland, Finnland? Ja. Okay. Die Finnen haben, es gibt so 3-4 Gesichter oder eine tolle Karikatur, die könnt ihr mal googeln und er sagt, er singt. Der Jan sagt schon wieder, Alex verstößt gerade gegen unseren Code of Contact, aber da gibt es eine ganz witzige Karikatur, die das ein bisschen schon verbildlicht. Der Finne selber, und ich habe 2,5 Jahre in Finnland gewohnt auch, hat nur ein Gesicht. Ob er lacht, ob er böse ist, ob er total euphorisch ist, er kann also... Social Media jetzt, oder was? Nein, nicht in Social Media, aber der Finne selber. Und das Ding ist, was ich halt so, wie ich das halt so ganz verbildlichen wollte, natürlich arbeitet man, wenn man in der globalen Person ist, auch wenn ich hier in global gehe. Der Hamburger ist noch ein bisschen kühler als jetzt vielleicht der Berliner. Der Kölner ist vielleicht ein bisschen offener. Und ich denke mal, dass man dadurch dann natürlich auch wiederum sieht, wie die Menschen, was für persönliche Einstellungen die haben. Natürlich sind dann verschiedene Menschen auch wiederum freudiger auf irgendwelchen sozialen Netzwerken oder anderen Systemen. Auf Unternehmen bezogen, wie ist es da? Wie geht jetzt ein Unternehmen, anders mit zur Bewerbung und die Also ich würde jetzt lügen, wenn ich sage, eine Augmented Reality Bewerbung würde nicht ins Auge stechen und würde wahrscheinlich eher angeschaut, ich sage jetzt nicht, dass die Person gleich recruited wird, aber wahrscheinlich eher angeschaut wird, als auch wenn ich jetzt 10 Max Mustermann Briefe habe. Also das ist so die Frage. Das ist total. Kann ich ja mal eine Antwort aus der Praxis geben. Also wir haben beispielsweise eine Praktikantin, die hat sich bei uns beworben mit vielen Bildern von Steven Elop und wie sie ihn getroffen hat und so weiter und so fort. Das hat natürlich schon für Aufsehen geregt. Steven Elop ist der CEO von Nokia. Danke, Alex. Und letztendlich hat das natürlich geführt, dass sehr viele an der Zielbank, dass sie innerhalb von 3 Tagen ein Praktikumsangebot von uns bekommen hat. Also kreative Bewerbungen zahlen sich schon auch aus. Okay. Habt ihr denn vielleicht in den letzten 5 Minuten einfach noch so Tipps, die man Bewerbern, was du Bewerbern mitgeben würdest, was sie so machen könnten, wenn sie sich bewerben, Social Media? Interesse, Neugier, Verlässlichkeit. Ich finde das schon ziemlich okay, wenn man die 3 Minuten hat. Nein. Sollte man, aber es ist eben nicht so. Es kommt auch auf die Branche an. Ich bin natürlich Arbeitnehmermarkt ist, ja, also da haben die Jungs und Mädels teilweise bis zu 10 Angebote auf dem Tisch und da muss man sich vielleicht noch an alle Formen des menschlichen Miteinanders immer so halten. Ja, es ist so. Ich denke, das ganz wichtig ist einfach, dass du, man sollte sich bewusst sein, was man wirklich teilen möchte. Ich will jetzt nicht sagen, dass jedes Unternehmen irgendwelche Nachforschung anstellt, aber man sollte sich bewusst sein, was man schert. Ich habe noch eine andere Frage, die ich eigentlich mal stellen wollte im Publikum. Und zwar hatten wir vorher gesprochen, Michael und ich, man erhält ja auch manchmal vielleicht von einem Headhunter eine E-Mail und dann ist immer dieses Gedruckte, naja, ich darf die Firma nicht nennen. Was haltet ihr davon? Bin ich bestimmt. Okay. An welchem Punkt? Ich darf die Firma nennen, wenn ich im Bewerbungsprozess darf ich nicht nennen. Ja, genau. Also, ob sie jetzt, wenn sie nicht genannt wird. Also ich kann jetzt. Ich habe jetzt auch mal weniger gesagt, wenn das öfter mal kontaktiert und ich möchte bitte schon, ja, aber für wen bin ich jetzt? Finde ich auch so. Also ich finde es gerade an der ersten Stelle. Ich, wenn ich eine E-Mail bekomme, Entschuldigung. Ja, was wollte ich sagen, weil es ist keiner mehr wahrscheinlich. Wenn ich im LinkedIn eine E-Mail bekomme, ich habe jetzt, man bekommt ja mal öfter mal ein und hey, wir suchen gerade so ein Social Fuzzi irgendwo. Wie sieht's denn aus? Wir haben Firma
darf ich natürlich sagen, ein großes Unternehmen arbeitet global in der Telekommunikationsbranche. Da haben wir trotzdem, sorry, haben wir schon mal 10 Firmen. Dann wird meine erste Anfrage nicht, dass ich jetzt nach einem Job schaue, aber man ist immer interessiert. Wahrscheinlich, okay, wer ist denn deine Firma? Kann ich natürlich sagen. Delete. Wenn ich meine Sachen preisgebe, wenn ich gefragt werde, möchtest du für die Firma arbeiten, warum soll ich meine Zeit vergeuden, 3 E-Mails oder sonst irgendwelche Prozesse lang gehen und weiß gar nicht, wer die Firma ist? Die Firma will ja mich auch haben. Die Firma weiß ja, sieht ja mein CV im LinkedIn-Profile. Ich möchte auch gerne die Firma sehen. Und ich denke, es kommt dann darauf an, dass der Headhunter oder die Firma, die einstellt, sollte dann, denke ich mal, so ein Vertrauen haben mit dem Unternehmen. Ich glaube, das dauert natürlich auch, bis sowas aufgebaut wird, dass man nicht dann irgendwie direkt geht, um dann halt irgendwelche Fees oder sonst welche Geschichten halt zu demolischen. Hast du dann nur meine Ich schreibe mich an und ich suche Social Media Manager international. Mir klingt gar nichts, ich finde dich aber. Ja? Und denke, oh, er könnte interessant sein. Schreibe ich dich an und sage, hör mal, Nokia ist ein Kunde von mir. Also jetzt mal gesetzt, weil du wärst beim anderen Unternehmen. Ich suche dich für Nokia. Und dann sagst du, ah, Nokia sucht also. Warum sollte ich das tun? Ich habe mit dir kein Gespräch geführt. Ich weiß noch nicht mal, was du sagst, was du für ein Gehalt PA möchtest und sonst irgendwas. Ich möchte auch ein paar Informationen vorher haben und nicht im ganzen Netz. Du bist doch der Bittsteller. Ja, ich bin. Was sagt ihr denn? Was meinst du? Ich arbeite auch mit Headhunter. Ich glaube, es ist ein Kommunikationsproblem. Also, Headhunter sollte nicht in der ersten Frage kommen und sagen, ich suche gerade für ein Unternehmen, das ich nicht nennen darf. Sondern der sollte. Ja, das muss weich sein, bin ich überspitzt gar nicht. Nee, aber die Ansprache müsste quasi so laufen. Ich bin dann viel interessiert, weil ich. Jan, was sagen wir denn offiziell? Im Erstgespräch nennen wir zum Beispiel dann das Unternehmen. Ja, auf jeden Fall, das passt, der Bewerber ist gut, aber ich finde in einer E-Mail, muss quasi auch so viel Vertrauen zwischen Headhunter und irgendwie Kandidat entstehen, dass der Kandidat sagt, okay, aber ich spreche mal. Aber woher soll das Vertrauen erst kommen, wenn schon gleich hinter vorgehalten, also du kriegst schon eine Information nicht, die wird schon einfach was verweigert, was dich ja dann tatsächlich interessieren könnte, weil ich wahrscheinlich nicht in die Ansprache. Das ging ja nicht um die Formulierung, aber du kriegst diese Information, die dir ja es geht nicht um die Formulierung, es geht im Sinne, ob die Firma genannt wird, ja gut, aber das heißt auch, ob die Firma genannt wird oder nicht. Und das wäre ja für mich als potenziellen Mitarbeiter oder potenziellen Bewerber, das wäre für mich erstmal die Nummer 1 Information, um überhaupt daraufhin auf deine Anfrage eine Antwort geben zu können. Das ist, was er meint, nicht die Formulierung. Weil ganz ehrlich, als Kandidat, potenzielle Kandidat, interessiert mich Michaela S. Mein kein Stück. Aber es interessiert mich, ob die Firma Deutsche Bahn, Nokia, Google, wie auch immer, right now. Da hinten waren noch 2 Meldungen zu dem Thema. Also ich denke, die Antwort ist ganz einfach. Letztendlich, wenn wir einen Kandidaten in der Datenbank haben, der sich bei uns beworben hat, würden wir niemals einen Headhunter seine Fee bezahlen. Und das ist, denke ich mal, der Hintergrund. Und deswegen arbeiten nach Headhunter so, lieber vorsichtig zu sein, bis wirklich der Kandidat an Bord ist und sie ihn weiterleiten können ans Unternehmen, um eben zu verhindern, dass er sich direkt beim Unternehmen bewirbt. Das ist ja auch sehr verständlich. Du hattest noch irgendwie was? Okay, ja, also ich würde mich dem einfach nur anschließen. Man als Headhunter, wir arbeiten ja auch mit Headhuntern zusammen, und ja, die versuchen ja möglichst gezielt zu filtern nach den Talenten, die wir suchen. Und da muss man halt erstmal in einen Dialog kommen, ohne halt mit allem auszupacken und zu sagen, das ist die Firma, das ist die Position. Und wenn man ganz vorsichtig heraus finden kann, ob jemand überhaupt interessiert ist, überhaupt motiviert ist, nach einer anderen Stelle zu schauen und zu schauen, was sind die Key Skills für diese Person. Also da finde ich nicht, dass man unbedingt, dass es unseriös ist, wenn man den Firmennamen nicht findet. Also ich finde das ist gar nicht ganz im Gegenteil. Ich finde das sogar sehr seriös. Es gibt auch Firmen, die wollen das überhaupt nicht, dass man da hausieren mitgeht. Ja, das spielt natürlich auch eine Rolle. Wir haben nicht mehr lange Zeit. Ich würde gerne noch die Abschlussrunde beenden. Einfach so, ja, ob ihr noch ein paar abschließende Tipps, was Leute machen sollten. Wir hatten uns vorhin schon mal gehört, über Social Media bewirbt es sich vielleicht leichter und schneller. Ja? Da würde ich allen Bewerbern an die Hand geben, wir sind nicht die Deutsche Bank und wir sind auch nicht die Deutsche Post.
Das kommt total häufig vor, bei so schnellen Bewerbungszeug, ja, dass man sich vertippt. Das hat was mit Respekt zu tun, wir gucken uns die dann trotzdem. Also Deutsche Post, Deutsche Bank spielt keine Rolle. Nur irgendwie abschließende, naja, also ich wollte eigentlich nur noch ganz kurz was zu Alex sagen, dass ich sehe das ganz genauso. Als ich noch in Sachen Festanstellung unterwegs war und mich umgeguckt habe, hat es mich dermaßen genervt, wenn ich nicht sah, welches Unternehmen dahinter steckt, weil es bestimmte Unternehmen gibt, da hätte ich zum Beispiel von Anfang an gesagt, das mache ich nicht, schlicht und ergreifend. Und ich sag mal, da war bei mir dann der Eindruck, wenn ein Unternehmen nicht mal seinen Namen nennen kann, Moment mal, was ist denn mit dem los? Also, da, aber das ist jetzt eine total persönliche Geschichte. Eine ganz kleine Sache, und dann möchte ich vielen Dank sagen an das Publikum, weil das echt mal ein richtig geiles Prinzip heute war. Das war die ganze Audience mit reinnehmen und macht viel mehr Spaß, als wenn wir andere Geschichten machen würden. Und deshalb hoffe ich, dass euch die Social Media Week noch gefällt und ihr auch mal schön alle zur Closing Party kommt, damit wir ganz viele Facebook-Bilder bald aufstellen. Ich danke euch auch fürs Zuhören. Ich danke meinen Panelisten für die tolle Diskussion. Mir hat es gefallen. Ich finde das sehr aufschlussreich. Ja. Vielen Dank. Thank you, Simone, for moderating a really interesting panel. Coming up next, we have a session on social media governance. If you're registered for that session, feel free to remain. Or if you're not registered, I think there's still places, so you can stay if you like. And otherwise, we'll see you after the rest of the social media. Come especially to the closing party tomorrow night. We're going to have some free wine, some beautiful wine. So if that's not going to hook up for reasons, then I don't know what it is. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Okay.